Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom 8-Bit-Computer. Und ihr seht, wir sind hier in der Datei vom Computeraufbau, denn wir werden heute unseren Befehlsregister bauen und da werden wir hier eben die ganzen Daten quasi benötigen. Aber vorher möchte ich eine kleine Änderung ansprechen, denn ihr seht hier, dass vor jeder Anweisung wird das, das und das ausgeführt, okay? Einmal ist es quasi, dass der Zähler die Zahl ausgibt, der RAM-Controller speichert das ab, dann gibt der RAM, das RAM die Daten aus, unser Befehlsregister speichert das ab und der Zähler wird um 1 erhöht. Und dann gibt unser Befehlsregister die Daten aus und unser RAM-Controller speichert sie ab. Und das sind drei Sachen, die ausgeführt werden müssen, drei Schritte. Und wenn man hier nach unten geht, die längste Schrittzahl ist hier quasi 2. Damit haben wir eine Länge von insgesamt 5 Schritten. Und wenn wir das jetzt im Binären sehen, ist das natürlich ziemlich schlecht, weil eine 5 ist binär gesehen 101. Das heißt, wir brauchen einen 3-Bit-Zähler. Aber dann auf dem 6. und dem 7. Schritt, dann passiert gar nichts. Ja, also da wird der Computer einfach gar nichts machen. Und das möchte ich gerne ändern. Das heißt, wir nehmen hier im Grunde den letzten Schritt weg. Dann haben wir hier 2 Schritte, hier nochmal 2, das heißt insgesamt 4. Und ein binärer Zähler kann natürlich von 0 bis 3 zählen. Das sind dann insgesamt 4 Schritte. Und wir machen das folgendermaßen. Wir entfernen das hier und fügen das RCI hier hinten dran. Nämlich genau so. Ich werde auch die Datei dann einmal erneuern, damit ihr die aktuelle Version habt. Und im Grunde passiert jetzt genau das hier. Der Zähler gibt die Zahl aus, dann unser RAM gibt die Werte aus, die dann eben da drin waren. Unser Befehlsregister speichert das ab und unser RAM-Controller speichert es auch ab. Dabei ist es halt so, dass unser Befehlsregister die quasi alle 8 Bits abspeichert und unser RAM-Controller nur die untersten 5 Bits, die dann eben für die Adresse gedacht sind. Und damit haben wir gerade einen Schritt eingespart. Das heißt, wir haben hier 2, wir haben hier 2, das sind insgesamt 4 und perfekt passend für einen 2-Bit-Zähler. Und ja, das war die angesprochene Änderung. Jetzt gehen wir hier mal rein. Ich habe nämlich ein bisschen was für unseren Befehlsregister vorbereitet. Und ich sehe natürlich jetzt, dass die Lampen alle umgedreht wurden, was natürlich sehr schön ist. Ich freue mich nicht besonders drüber, dann muss man die alle wieder umdrehen. So. Und dann seht ihr erstmal hier, die obersten 5 sind quasi Datenbits. Das heißt, wenn wir theoretisch einen Sprung vollführen wollen, was ja einer unserer Befehle ist, dann müssen die hier ausgegeben werden können. Dazu sind eben diese 5 Lampen da. Alle anderen darunter sind dann eben, um die Befehle abzuarbeiten. Der oberste Schritt, ZORCI, das war, was wir eben schon gesehen haben, also der Zähler soll die Daten ausgeben, unser RAM-Controller soll sie speichern. Dann haben wir hier unser ROBRI-RCI und das ist eben hier, unser RAM gibt die Daten aus, unser Befehlsregister speichert es ab, unser RAM-Controller speichert es ab und der Zähler erhöht sich um 1. Dann haben wir hier, A wird ausgegeben, A wird gespeichert, A wird geladen. Dann haben wir hier unseren Sprung, hier unseren Negativsprung. Und das ist falsch, genau so rum. Ja, so, das ist dann unser Negativsprung. Hier kommt dann unser Add, also der erste Schritt, dann unser Add, zweiter Schritt, Subtraktion, also Sub, und dann unsere Clock, die angehalten werden soll. Und hier natürlich die ganzen Daten, also erstmal die Knöpfe, das sind alles mit D7, sind natürlich die Daten. Dann CLO ist unsere Clock, haben wir die Flag und ein High Constant, also konstant positives Signal. Und die Flag, die habe ich vielleicht noch nie erklärt, aber im Grunde haben wir hier diesen einen Befehl, unseren Negativsprung,
Und der soll nur aktiviert werden, wenn quasi die letzte Zahl, die wir berechnet haben, negativ war. Und dazu nehmen wir das hier und packen das einfach hier rein. Das kommt direkt von unserem Flaggenregister, was ich nie erstellt habe, weil es essentiell ein einzelner 1-Bit-Register ist, der eben nur einen einzigen Wert beinhaltet, nämlich ob die Zahl negativ war oder eben nicht. Und das geht dann genau hier rein und dann bestimmt es hier, ob dann ein Negativsprung ausgeführt werden kann. Genau. Und dann haben wir hier, wie gesagt, die ganzen Daten und die müssen wir jetzt hier abspeichern. Und was gibt es da Besseres als ein Register? Tatsächlich werde ich hier nicht einfach den 8-Bit-Register nehmen, sondern eben unseren AB-Register. Der hat nämlich natürlich die Fähigkeit, die Daten einmal sofort auszugeben und einmal nur mit dem Laden. Und das werden wir uns zunutze machen. Und als allererstes werden wir hier einfach die ganzen Datenbits verbinden. Also eben D0 zu D0, D1 zu D1 und so weiter und so fort bis D7 zu D7. Dann nehmen wir unsere Clock. Die packen wir hier in unsere Clock. Das Speichern und das Laden lassen wir erstmal so. Das werden dann hier die Befehle unten machen. Beispielsweise eben hier unser BRO, BRO. Und hier unser BRI. Also die entscheiden dann eben darüber, dass es gespeichert oder geladen wird. Und jetzt brauchen wir hier für unsere Befehle, die ersten drei Bits, einen Decoder. Und das hatten wir in der vorletzten Folge mit dem Programmzähler, genau. Unserem RAM-Controller meinte ich natürlich. Der war im Grunde auch ein riesiger Decoder, der dann eben die 5 unteren Bits genommen hat und in 32 einzelne Zahlen umgewandelt hat. Und hier habe ich einen 3-Bit-Decoder mit den passenden Befehlen eben gemessen an den verschiedenen Werten, die es dann eben gibt. Also 000 ist Output, SPA, das war 001, dann 010, 011, 100, 101, 110 und 111. Genauso war es. Und dann haben wir hier eben einfach die Sachen verbunden, also vom gleich D0, D1, D2 und so weiter. Das sind halt die konstanten Outputs. Die werden dann hier umgewandelt. Und dann haben wir im Grunde den Teil. Wir können das jetzt hier auch schon verbinden. Dann haben wir hier unseren A-Speichern, unser A-Laden, unseren Sprung, der kommt hier hin, unser Negativsprung und im Grunde können wir das hier anschließen oder auch hier, relativ egal. Ich werde das jetzt erstmal hier machen. Es sind sowieso Endgates, also man könnte sagen, alles kommt in einen Topf. Dann hier unser Add, das brauchen wir zweimal, weil es besteht ja einmal daraus, dass das RAM unseren zweiten Wert ausgibt und B das dann abspeichert. Und dann eben, dass die Summe ausgegeben wird, A abspeichert und F eben überprüft, ob das negativ war oder nicht. Bei der Subtraktion ist genau dasselbe, auch zweimal. Und unser STO, also das Stoppen von der Clock, das braucht wieder nur eins. Damit haben wir die Befehle fertig, aber jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Schritte, denn im allerersten Schritt, also in Schritt 0, soll ja das hier ausgeführt werden, unser ZORCI und dann unser ROBRIRCE und ZE. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Decoder, der dann die vier verschiedenen Schritte anspricht dann. Und ihr seht, das ist hier einfach ein ganz gewöhnlicher Decoder, der aus 2 Bits dann 4 einzelne Zahlen macht.
Und dann brauchen wir noch mal einen 2-Bit-Zähler. Und ich packe die hier einfach mal so und so hin. Das hier verbinden wir einfach direkt. Die Clock, die hier, machen wir natürlich hier direkt an die Clock dran. Und jetzt machen wir hier unser High Constant dran. Nämlich jedes Mal, wenn die Clock schlagen soll, oder jedes Mal, wenn die Clock schlägt, soll sich die Zahl um 1 erhöhen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig zu sehen, aber hier seht ihr, es ist 0. Und dann machen wir eine Clock. Und ihr seht, jetzt wird hier eine 1 ausgegeben. Wenn wir nochmal die Clock schlagen lassen, dann ist es eine 2, danach eine 3 und danach eine 0 wieder. Das sind eben genau die Schritte, die wir brauchen. Schritt 0 quasi, ist ja das hier, dass Z ausgegeben wird, also der Zähler, und unser RAM-Controller speichert das ab. Der erste Schritt ist dann eben das hier. Und das hier können wir dann gleich wieder mitnehmen. Das ist nämlich unser BRI. Das kommt hier ins Speichern rein. Der zweite Schritt wird dann hier überall dran gemacht. So. Hier nicht. Hier kommt unser zweiter Schritt der Addition. Hier dann wieder. Dahin. So, dann wird es wieder einmal ausgesetzt für unsere Subtraktion und dann für unser Clock Stop. Die letzten beiden hier und hier. Genau. Damit sollten wir das im Grunde schon haben. Achso, hier fehlen noch die Daten. Die verbinden wir auch einfach nochmal. So, und damit hat sich's im Grunde. Also das ist hier dann unser RAM-Controller. Und wir können das mal austesten. Nehmen wir mal den Befehl 101. D0 ist natürlich der allererste Bit von ganz links. D2 ist dann eben der, ja, im Grunde der dritte Bit. Okay, wir sind gerade bei Schritt 0. Also wir testen es jetzt einfach mal. Wir sind bei Schritt 0. Der Zähler gibt einen Wert aus, RAM-Controller speichert das ab. Dann ist da jetzt eine bestimmte Speicherzelle im RAM ausgewählt. Dann gibt das RAM im nächsten Schritt, gibt das RAM das aus. Soll abgespeichert werden vom RAM-Controller, vom Befehlsregister und vom RAM-Controller. Zähler wird um 1 erhöht. Dann wird es ausgeführt. Dann seht ihr auch hier, wird das jetzt decoded und das tatsächlich add. Damit landen wir hier unten bei dem Fall, ROBI, also was auch immer jetzt in dem ausgewählten Feld ist. Hier oben haben wir ja gesagt RCI, es wird nochmal abgespeichert, was auch immer diese Zelle dann ist. RAM soll ausgegeben werden, B soll es abspeichern und dann gehen wir einen Schritt weiter. Dann soll die Summe ausgegeben werden, A soll speichern und F soll speichern. Also A speichert die Zahl, die ausgerechnet wurde und F speichert, ob die Zahl negativ war oder nicht. Und wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, sind wir wieder oben beim ersten. Und ich glaube, das war es noch nicht. Sorry Leute, wartet. Wir brauchen hier unser BRU und ZI. Und da brauchen wir tatsächlich ein OR-Gate. So. Und wir verbinden beide Ausgänge vom AND hiermit. Und das hier kommt in unser Laden rein. Hier. Aber damit sollte es jetzt gewesen sein. Und ich werde das jetzt nicht nochmal überprüfen. Und das war's. Ja. Also, das war's mit der Folge. Das war unser RAM-Controller. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich den Computer zusammenbauen und danach austesten. Bei Fehlern natürlich kann es zu Verzögerungen kommen. Ich werde dann auch möglichst genau erklären, wenn ich die Fehler finde, was daran falsch war.
Ansonsten war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.